Zell am See war am 29. März Schauplatz einer Premiere. Im Ferry Porsche Congress Center erfolgte nämlich der Auftakt eines Lehrganges im Bereich Wildbachaufsicht und Überwachung von Schutzbauwerken. Über 150 Teilnehmer aus ganz Österreich und hochkarätige Referenten waren mit dabei. So schön unser Heimatland ist, so gefährlich kann es in vielen Regionen sein. Nicht weniger als 58% Österreichs liegen in Bereichen, die durch Naturgefahren direkt bedroht sind. Gerade in Zeiten des Klimawandels, wo die Intensität von Lawinen, Überschwemmungen, Muren oder Windwürfen immer heftiger wird, ist hier verstärkter Handlungsbedarf gegeben. Daran gibt es keinen Zweifel. Wenn man dann sieht, was hier vernichtet wird, wenn man sieht, das Leid und die Betroffenheit der Einwohner und Bewohner, wenn man sieht, durch welche Maßnahmen diese Vernichtung, diese Schadensfälle verhindert werden hätten können, dann wird man ein leidenschaftlicher Kämpfer für die Wildbach- und Lawinenverbauung. Diese Aussage tätigte Gemeindebundpräsident Mödelhammer am 29. März im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See. Anlass war die Auftaktveranstaltung des Lehrgangs Wildbachaufsicht und Überwachung von Schutzbauwerken, der heuer neu ins Leben gerufen wurde. Die besondere Aktualität ist natürlich entstanden durch die Analyse der Hochwasserereignisse der letzten Jahre, den letzten 10 Jahre, wo eben durchaus auch erkennbar ist, dass auf der einen Seite Verklausungen, das heißt durch mangelnde Pflege an den Gewässern, Gefahren entstehen können, Schäden verstärkt werden. Und der zweite Bereich ist natürlich auch die Erkenntnisse, dass die Errichtung von Anlagen allein nicht ausreichend ist, sondern wir müssen dauerhaft die Anlagen erhalten, wir müssen die Funktion dauerhaft sichern, nur so können sie die Schutzwirkung auch voll entfalten. Beim Beginn dieses Lehrgangs waren über 150 Teilnehmer aus ganz Österreich mit dabei und hochkarätige Referenten präsentierten die neuesten Erkenntnisse in diesem Bereich. Die Idee zu dieser neuen Ausbildung hat ihre Wurzeln übrigens in Zell am See und beim Dachverband der Salzburger Schutzwasser-Genossenschaften. Ja, mit dieser Ausbildung zum Wildbachaufseher ist mir etwas gelungen, was ich mir schon lange erwünscht habe, nämlich, dass wir profunde Fachleute ausbilden, in ganz Österreich nach dem Muster, wie wir sie in Zell am See schon vorfinden. Wir haben ja ein gelebtes Risikomanagement in Zell am See mit einem gut funktionierenden System, das unser Wirtschaftshofleiter hier aufgebaut hat. Das heißt, wir haben unsere 107 Wildbach-Lawinen- und Steinschlagbereiche sowie unser Gefährdungsbereich durch den Fluss Salzach in sehr gute Betreuungshände. Nicht nur Zell am See, sondern ganz Salzburg ist in diesem Bereich durchweg sehr gut aufgestellt und nimmt mit seinen 256 aktiven Schutzwassergenossenschaften eine Vorreiterrolle in Österreich ein. Ja, Salzburg ist ja die Wiege der Wildbach- und Lawinenverbauung und auch der Genossenschaften. Es hat schon, bevor es überhaupt die Wildbach- und Lawinenverbauung gegeben hat, schon in Dorfgastein wesentlich früher solche Genossenschaft gegeben. Und dieses Prinzip hat sich bewährt und führt wirklich dazu, dass in der Breite so Gefahrenvorsorge gemacht werden kann, dass sie für die Menschen mit dem richtigen Maß gemacht wird. Und das ist was, was die Menschen dann auch verstehen. Dieses Verständnis weiter auszubauen, bleibt aber auch für die Zukunft eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass der Bevölkerung bewusst gemacht wird, dass es halt immer Restrisiko gibt. Und wir werden die schönsten Verbauungen, die besten haben können. Es bleibt ein Restrisiko. Die Natur, die kann man halt nicht 100% bezwingen. Die zukünftigen Ziele müssen mit einem deutlich kleineren Budget erreicht werden. Denn das Sparpaket der Regierung trifft auch den Schutz vor Naturgefahren. 40 Millionen Euro sollen bis 2016 eingespart werden. Und das in Zeiten des Klimawandels, der auf die Wildbach- und Lawinenverbauung spürbare Auswirkungen hat. Das wahrscheinlich Schwierigste wird sein, dass Niederschlagsereignisse nicht mehr so regelmäßig stattfinden und sich die Regenmengen über das Jahr verteilen, sondern sehr konzentrierte, starke Regengüssen in abgegrenzten Regionen. Und das wird eine ganz besondere Herausforderung natürlich sein, hier auch die Schutzsysteme entsprechend zu adaptieren. Um diese Herausforderungen meistern zu können, ist natürlich gut geschultes Personal die grundlegende Basis. Genau diese wird mit dem Lehrgang zum Wildbachaufseher nun österreichweit verbreitert. Neben diesem überregionalen Fortbildungsprogramm gibt es beispielsweise in Salzburg auch gut funktionierende regionale Initiativen.
Es gibt natürlich auch in Salzburg, es gibt sehr, sehr viele Genossenschaften und Gemeinden auch, die vorbildlich und sehr, sehr gut arbeiten. Aber wir haben auch bereits in unserer Tätigkeit jetzt Gemeinden und Genossenschaften kennengelernt, die unsere Hilfe absolut notwendig haben. Und dankend angenommen haben. Wir machen jetzt in den verschiedenen Bezirken zum Beispiel Beratungsabende, wo wir hingehen, wo wir mit den Leuten reden, wo wir die Genossenschaften einladen im kleineren Kreis und wir sehen also, dass das wohlwollend angenommen wird. In dem Bereich Schutz vor Naturgefahren wird österreichweit enorm viel Arbeit investiert. Das Ziel von allen Beteiligten ist dabei ganz klar. Solche Bilder sollen in Zukunft nur mehr in den Archiven zu finden sein.